Ich möchte euch meine abgewandelte Methode zeigen, die ursprünglich heißt der Kottke-Methode. Mit dieser Methode haut man einfach oder gibt man Wasser, Nährstofflösung in einen Behälter, pflanzt die Sachen und danach vergisst man sie. Also man lässt das Wasser mal geschlagen verdunsten, die Pflanze und die Wurzeln, die bilden sich weiter aus und verbrauchen die gesamte Nährstofflösung. Das heißt, irgendwann ist Schluss. Und gerade Tomaten oder Gurken brauchen sehr viel Wasser. Dann auch täglich. Und deshalb muss man die Methode, wenn man im Eimer anbauen will, ein bisschen abwandeln. Man muss immer wieder Nährstofflösung nachgeben. Aber es dürfen nicht die ganze Wurzel bedeckt sein. Ein Teil des Wurzelballen muss immer an der Luft sein, sonst fault die Wurzelballen ab. Ich habe hier 10 Liter Eimer gekauft mit Deckel. Der ist sogar relativ fest drauf, wenn man drauf klickt. Kriegt man kaum mehr runter. Das Ganze hat mich... Also die kosten mit Deckel zwischen 1 Euro und 2 Euro pro 10 Liter Kübel, natürlich auch größere. Hier sieht man schon auf der Seite, die sind sehr gut gemacht. Wie macht man das? Ja, indem ihr erst einmal in der Mitte hier natürlich ein entsprechendes Löffel reinmacht. Und dieses Loch kommt später. Eines dieser Netzbehälter, was ich auch noch dazu brauche für meine Methode, ist etwas, das schwimmt. Kann ein dicker Styropor sein, dünnerer Styropor sein, das ist völlig egal. Und dann macht man jetzt so ein bisschen Klopfgas, indem man das Styropor hier schneidet und hier das kleinere Schwimmer trennt und da packen wir dann auch ein Schaschlikspieß rein. Da. Das Ganze wollen wir natürlich auch dann, und das wird unsere Füllstandsanzeige werden, damit wir sehen, wann wir wieder nachgießen müssen. Deshalb bohren wir hier oben etwas vom Rad entfernt nochmal ein kleines Loch rein, durch das dann später der Schaschlikspieß kommt einmal praktisch so von unten durch, dann schwimmt das Styropor auf dem Wasser und zeigt uns den Wasserstand an. Ich habe deshalb so dick Styropor genommen, weil die Styropordicke ungefähr genau dem entspricht, was so ein Netpot, da heißen die Teile, die gibt es in verschiedenen Größen, ungefähr die Höhe hat. Das heißt, ich muss immer da schauen, dass es noch ein bisschen drunter ist, das Wasser, damit hier Luft drankommt an die Wurzel. Werden wir nachher zeigen, wie ich das mache. Das passt jetzt nicht ganz rein. Ich habe leider nicht einen idealen Durchmesser gekriegt von diesen Kreissägen. Ich arbeite das ganz einfach mit einem Messer ein bisschen nach. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen in den Finger schneidet. So. Und fast einmal noch ein kleines Pferd wegmachen. Dann sollte der fast reinpassen. Ja, jetzt passt es weiter rein, dass er einigermaßen fest ist. Dann füllen wir den Eimer mit Wasser. Und zwar fülle ich ihn so weit, dass wir ungefähr noch einen guten Zentimeter unterhalb der Schwimmer hier zum Stehen kommt. Da komme ich gleich wieder, dann zeige ich euch das. Hier der gefüllte Eimer. Man sieht, das schwimmt hier oben ganz schön auf. Sogar noch ein bisschen wenig Wasser drin und das macht jetzt erstmal nichts. Dann nehme ich mir zum Beispiel etwas, was ich dort gerne reinpflanzen würde. Ich habe hier noch Gurkenpflänzchen. Sieht man, ich habe mehrere Gurkenpflänzchen hier in eine dieser Scheiben gesteckt. Und die hole ich jetzt auch wieder raus. Trenne sie vorsichtig ab, sodass die Wurzeln erhalten bleiben. Dann nehme ich die zwei stärksten raus. Riecht schon nach Gurke. So. Und ja, die versucht man hier natürlich durchzukriegen. Jetzt stellt man fest, das Ganze geht nicht durch, weil
dass hier unten etwas eng ist. Da kann man sich behelfen, indem man ganz einfach gegenüberliegend diese Stege rausbricht, rausschneidet. So dass man durch diese Löcher dann leicht die Wurzeln durchkriegt. Die sollen einfach ein bisschen oberhalb sein dann, damit hier auch noch Luft dran kommt. Und damit das Ganze dann nicht einfach durchschlupft, nehme ich jetzt Watte, Wattebausch, halte das eine fest hier, das zweite Plänzchen auch da rein. Das geht nicht so richtig durch. Kann man auch mit einem Stöckchen oder einem Schraubenzieher leicht nachhelfen, ohne die Wurzeln groß kaputt zu machen, durch das Loch durchzudrücken. So. So, jetzt sind beide zu sehen, beide hängen raus. Ich lege das ein bisschen schräg. Dann packe ich hier Watte rein, damit die auch ein bisschen stabilisiert sind, die Plätzchen. Ja, dann kommt mein Stäbchen durch das Loch hier und diese Teile hier, die hängen jetzt ins Wasser. Muss natürlich schauen, ob die wirklich noch im Wasser hängen oder ob die nicht ein bisschen zu weit unten ist, das Wasser. Da kann ich nochmal einen Liter drauf füllen. Ja, dazu nehme ich die Kanne. Gehen wir noch ein bisschen Wasser rein, bis die Wurzeln gut im Wasser hängen. Aber unser Schwimmer nicht zu hoch wird und die ganze Pflanze dann, der ganze Wurzelball unter Wasser ist, sollte schon noch um so einen halben Zentimeter, Zentimeter unterhalb des Randes sein. Das habe ich jetzt. Da. Und damit ich jetzt weiß, wann ich nachgießen muss, denn bei der Kratki-Methode würde man jetzt zwar einfach nichts mehr tun und würde einmal jetzt noch Dünger zusetzen. Das mache ich auch erst nach einer guten Woche, wenn ich sehe, dass die Wurzeln weiter wachsen. Dann kommt Düngesubstrat mit rein, also Flüssigdünger. Wobei darauf zu achten ist, dass man da nicht zu viel reintut. Da gibt es auch Anleitungen, da steht drin, wie viel man dann auf den Liter Wasser zugeben kann. Und man sollte auch schauen mit dem pH-Messgerät, dass der pH-Wert zwischen 5 und 6 liegt, das wäre optimal. Saurer ist schlecht und mehr in Richtung 7, über 7, also 8, 9. Alkalisch, das wäre schlecht. Dann nehmen die Pflanzen Nährstoffe nicht mehr auf. So. Als nächstes nehme ich hier einen Pinsel. Ein bisschen rote Farbe. Dann sieht man schon, kann man jetzt ein bisschen rausziehen. Dieses obere Teil hier, das würde ich rot markieren. Das wäre also dann schon der Bereich, wo ich sage, es ist zu hoch. Danach nehme ich grün. Und das ist der Bereich, den ich jetzt markiere. Das ist eigentlich der Bereich, in dem sich das Wasser immer aufhalten kann, aufhalten sollte. Die Wurzel werden ja mit der Zeit länger. Und dann kann man auch wieder aufhören mit dem Nachfüllen. Später, wenn es die Wurzeln länger sind, kann man auch noch weiter oben. Aber das ist auf jeden Fall der grüne Bereich, in dem es sich dann lohnt, wieder mal etwas nachzufüllen. Und so versuche ich eben einen Punkt zu finden, in dem ich immer wieder Nährstoffe nachgebe. Also wenn der Schwimmer dann praktisch hier mal tiefer ist, über diesem grünen Bereich, dann würde ich wieder nachfüllen. Bis ich dann sehe, es kommt das Rote langsam raus, dann höre ich wieder auf. Wenn Sie im Freien stehen, ist es auch ein guter Anzeiger, wenn Regen fällt, wenn das ein bisschen zu voll wird, dann kann man wieder entsprechend Wasser abgießen oder abschöpfen. Ja, damit muss man nur noch das in einen Ort stellen, der hell genug ist. Den Deckel kann man festdrücken, mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich ihn nochmal nachfüllen will. Ja, und das war es im Prinzip schon. Ich habe ja einige Pflänzchen schon vorgezogen und da hinten sind jetzt auch noch Bohnen, das habe ich ganz frisch angesetzt.
Und hier drüben habe ich noch Kürbis und Gurken. Warum mache ich immer zwei Pflänzchen rein? Sollte eins wirklich nichts werden, sollte eins eingehen, dann habe ich nur noch ein Pflänzchen, das ist okay. Wenn beide wachsen, da kann man auch beide wachsen lassen. Ich sehe da nie das Problem, man muss halt nur öfters Wasser nachfüllen. Also man muss dann schon mal täglich oder alle zwei Tage mal nach diesen Eimern sehen. Wenn die später im Hauptwachstum sind, gerade Gurken, die sehr viel Flüssigkeit brauchen pro Tag, oder auch Tomaten. Das Ganze stelle ich jetzt an einen hellen, kühlen Ort und dann lasse ich es weiter wachsen. Eine relativ einfache Methode. Später werde ich die Eimer an Schnüre stellen und dann, ähnlich wie hier, das Ganze an Schnur nach oben ranken lassen. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber da muss man dann schon noch ein Gestell rundherum bauen. Einfach eine Schnur, an der man dann diese Sachen hochranken lässt. Ob es jetzt Gurken oder Tomaten sind. Kräuter braucht ihr natürlich nicht, Buschbohnen auch nicht, normale Bohnensträucher, die hochranken schon. Das wisst ihr ja selbst, wie die einzelnen Pflanzen wachsen. So, bis zum nächsten Mal.